Schön, dass Sie hier dabei sind. Und das wissen Sie besser als ich. Es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen, denn es gibt ja noch sehr viel zu tun, um die Lebenssituation von funktionalen Analphabeten zu verbessern. Aus diesem Grund ist dies hier eine ganz wichtige Veranstaltung für alle, die das Thema beschäftigt. Wir sind auf dem Fachtag Alphabetisierung und Grundbildung. Das ist das größte berlinweite Zusammentreffen von Fachleuten. Grundbildung ist ja ein Querschnittsthema und deswegen ist es uns sehr wichtig, dass möglichst viele unterschiedliche Menschen hier zusammenkommen und zu dem Thema arbeiten. Und das sind diesmal über 150 Interessierte, zum Beispiel von Initiativen oder Einrichtungen der Grundbildung, Verantwortliche aus der Politik, von Ämtern und Behörden und den Veranstaltern liegt es besonders am Herzen, dass hier auch Betroffene oder ehemals Betroffene zu Wort kommen und sich einbringen. Ich engagiere mich beim Grundbildungszentrum in dem Moment, dass ich als Lernexperten eine Schulung mache und den Leuten erkläre, was funktionaler Analphabetismus ist und wie man uns besser erreichen kann. Heute bin ich hier, um teilhaben zu können, das Alpha-Siegel zu verleihen und zu gratulieren. Seit diesem Jahr tragen 35 Einrichtungen in Berlin das Alpha-Siegel. Und ich freue mich, dass wir heute die Verleihung an neue Siegelträger feiern. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement und zeichnen Sie jetzt aus. Herzlichen Dank. Die hier ausgezeichneten Institutionen haben viel Kraft investiert und einen Qualifizierungsprozess durchlaufen. Das Alpha-Siegel ist ein Qualitätssiegel, was an Einrichtungen vergeben wird, die ihre Strukturen auf Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten anpassen und da Hürden verringern. Wir haben im Moment alles dabei, von kleiner Kita bis zum großen Jobcenter. Und es macht für alle Sinn, die in irgendeiner Weise mit Menschen zusammenarbeiten. Zu einem Fachtag gehört ebenso wissenschaftlicher Input. Er kommt diesmal von Professorin Anke Grotlüschen, die die Ergebnisse der aktuellen LEO-Studie zur Alphabetisierung erläutert. Andere Formate des Fachtages für Alphabetisierung und Grundbildung sind bewusst offen gestaltet, um den unterschiedlichen Interessen entgegenzukommen. Nicht wir geben die Themen vor, sondern Sie sind jetzt mit Ihren Ideen, Themen gefragt. In einem spontanen Abstimmungsprozess werden aus dem Publikum heraus Themen vorgeschlagen, über die man sich gerne mit anderen Interessierten oder einer bestimmten Expertin austauschen möchte. Diesmal entstehen so 6 verschiedene Workshops, zum Beispiel eine Diskussionsrunde zur aktuellen LEO-Studie oder ein Rollenspielangebot zu schwierigen Gesprächssituationen oder ein Workshop zu den Möglichkeiten digitaler Werkzeuge in der Grundbildung. Der Austausch ist so wichtig und der liegt uns so sehr am Herzen. Wir hören immer wieder auch von Menschen, die sagen, auf dem Fachtag ist eine tolle Projektidee entstanden. Auf dem Fachtag sind Menschen zusammengekommen, haben sich Kooperationen angebahnt. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass Menschen einfach zusammenkommen und über ein Thema reden. Das macht Mut und das gibt Kraft. Die Sensibilität für das Thema steigt. Das ist das Wichtige, dass das Thema enttabuisiert wird, dass es in die Behörden, in die Trägerlandschaft hineingetragen wird, dass es nicht mehr so sehr ein Tabu, so sehr mit Scham besetzt ist, nicht lesen und schreiben zu können und damit die Betroffenen auch mehr Unterstützung bekommen können. Viele weitere Informationen zum Thema oder über einen kommenden Fachtag finden Sie auf den Internetseiten des Grundbildungszentrums Berlin.